Aber da hinkommen? Hm. Ist bestimmt nur dekorativ, ne? Naja. Gut, gehen wir wieder nach oben. Müssen immer noch 4 Holzstücke finden. Hm. Glaube, es könnte ein bisschen schwieriger werden. Und noch ein Schafauge. Was? Wo? Da. Ja, ja, genau. Ende. Gut, man kann hier links rum und rechts rum. Links rum ist nichts. Rechts rum sind Schergen. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Los, hau drauf. Hau nicht drauf. Wo ist die Waffe hin? Da. Es wird dunkel, ich sehe nicht mehr so viel. Und die Sonne blendet auf dem Monitor. Nervig. Ich hoffe, ihr könnt mehr sehen als ich. Naja. So, da ist noch ein Scherge. Hier ist ein Skelett. Keine Sorge, ich komm schon. Ah, nee, es sind auch Skelette. Okay. Oh, was mache ich denn? Hier, Bobo, komm mal. Warum kämpfst du nicht weiter? Das lebt er noch, oder? Uff, umgeschubst. Dann weglunsen hier die blöden Skelette und die Schergen natürlich auch. Oh, Magie-Scherge. Autsch, autsch, autsch. Nein, 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 nein. Magie-Schergen hasse ich ja. Alles klar, ich muss mal eben hier den an. Oh, er steht natürlich. Ich sagte, ich habe keine Zeit für dich. Oh, man kommt nicht ran. So. Jetzt Skelett. Jetzt können wir spielen. Ach, du warst wieder noch. Naja, egal. So, hier ist ein Pilz. Machen wir die Fackel an. Ach komm. Das ist kein Ende mit den Biestern. Was? Wo? Ach da. Ach, so viele. Haut ihr mit drauf? Was? Da kommen immer mehr.
Oh, bist du der Letzte? Na dann. Na dann, nimm das. Das war brutal. Waren auf jeden Fall viele, ne? So, einmal Fackel, danke. Unser Hund ist schon wieder weg. Naja. Da liegt was Goldenes. Hm. Das sind die Überreste einer sehr alten Schriftrolle. Wenn das nicht dieser Zauberspruch für das Geisterritual ist. Rezept für einen Ritualtrank bekommen, okay. Ich würde sagen, wo wir schon mal hier sind. Verlieren wir schon mal eine Seele. Warum auch nicht? Hey, wer bist du? Kann ich mit dir reden? Hi, na? Ursegor. Ein Menschengeist. Hallo. Und er spricht mich völlig furchtlos an. Ah, muss ich denn Angst vor dir haben? Hm, du weißt nicht, wer hier vor dir steht, oder? Ich bin Ursegor, Titanenlord und Herr über Land und die Elemente. Wer bist du? Ja, ich kämpfe, bla. Ich kämpfe für die letzten freien Menschen der Südsee. Die Südsee, sagst du? Hm, interessant. Dann bist du der Grenzgänger, der die Schatten herausfordert. Ich hab schon von dir gehört. Es heißt, du hättest großes Potenzial für einen Menschen. Wenn du der Titanenlord Ursegor bist, dann bist du für die Zerstörung unserer Welt mitverantwortlich. Es ist Krieg. Da ist vieles unvermeidbar. Ach ja? Dank eures Titanenkrieges sind Tausende getötet und das Land im Norden verwüstet worden. Manche Opfer müssen für ein höheres Ziel erbracht werden. Höheres Ziel? Was für ein Wahnsinn soll das sein? Hm. Wie ich sehe, ist dir nicht viel geblieben. Außer deinem Mut. Hilf mir. Ich will mein Leben zurück. Du brauchst meine Hilfe nicht, Grenzgänger. Du kannst dich hier im Schattenreich und auch in der Welt der Lebenden bewegen. Damit hast du große Macht. Du musst nur noch lernen, sie zu nutzen. Ich werde dich beobachten. Wenn es stimmt, was man über dich sagt, dann werden wir uns bald wiedersehen. Bis dahin. Nimm deinen Kopf aus der Schusslinie. Warte mal. Ob er das alte Wesen ist, was er finden soll? Ich fange langsam an, mich an diese Albträume zu gewöhnen. Kein gutes Zeichen, oder? Egal, bis zum nächsten Morgen schlafen. Wir werden es herausfinden. So, jetzt müsste es hier ein bisschen heller sein, ne? Hoffe ich doch mal. Oh, Skelett tot. Ich gehe jetzt mal nach hier oben. Was denn? Wo denn? Oh, Magiestärke. Haut ihn um. Das war's mit dir, du Mistvieh. Na, ist hier oben was? Man sieht nichts. Ein Schädel. 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 Ah. Kann man hier irgendwas erkennen? Nö. Kann man hier rüberfliegen? Wahrscheinlich nicht. Na, ich probier's auch nicht aus. Ja gut, wir haben das, was wir wollten. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Ja, Holz brauchen wir, ne? Ah, hier geht's auch noch hoch. Aber auf dem ersten Blick ist hier eine Truhe und ein Buch. Das Herrenhaus. Das Herrenhaus erhalten, das schauen wir uns an. Plunder. Das Herrenhaus. Heute besuchte ich meinen Freund beim großen Herrenhaus. Sein Vater ist ein komischer Mensch. Trinkt dauernd, ist immer schlecht gelaunt, verhält sich wie ein Pirat, aber tut so, als wäre er ein Dämonenjäger. Merkwürdiger Typ. Manchmal nimmt er uns mit in den Eisenwald, um zu jagen.
Das ist spannend. In letzter Zeit nicht mehr. Es ist zu gefährlich geworden, sagt er. Wenn ich groß bin, will ich auch ein Dämonenjäger werden. Mhm. 80er Truhe. Das sind meine liebsten Truhen. Einmal hoch und runter, fertig. Rüste, Lederhose, Bauplan für Ring des Bundmeisters. Aha. Schwerter plus 15. Nicht schlecht. Haben wir noch was? Löffel. Oh, da hinten geht's noch höher. Aber wie komme ich da hin? Ja. Deutlicher geht's nicht. Wir müssen uns trennen, wenn du weitergehen willst. Ja, ja, dann trennen wir uns halt. Lass mich da hoch. Altes Wissen. Griff des Krönungsschwerts. Oh, oh, oh. Ahne was? Wir werden heute noch ein neues Schwert bekommen. Obwohl, heute in dieser Folge weiß ich nicht, aber spätestens in der nächsten. Ah, Kerzenhalter. Und zurück. Hi. Ich folge dir. Danke. Ah, wo ging's hier runter? Da. Ja, im Helm ist es doch alles viel angenehmer. Naja, mehr oder weniger im Helm. Wir müssen noch Holz finden. Vorher kann ich hier nicht weg. Holz, Holz, Holz. Na gut, hier wird es ja nicht sein, weil es ist kein Sumpf mehr. Oh, da haben wir noch so einen großen. Wie kommt man da hoch? Goldklee. Hm, wo ging's, wo geht's da hoch? Einfach hier rauf und drüber, oder wie? Wow, 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 der war knapp. Nee, rauf und drüber ist auch doof. Ist das hier Holz? Nee. Kann ich hier einfach raufspringen? Ah. Irgendwas? Kommt man hier hoch? Ne, da kommt man nicht durch. Ah, hier führte noch ein Weg rum. Oder? Gold, Schatulle, Gold und Goldquarz. Ne, hier führte doch kein Weg rum. Naja. Nicht so wichtig. Er hat sich ja selber gezeigt, selber schuld. Oh. Naja, das war doof, ich weiß. Ja, das sieht doch aus wie morsches altes Holz. Ach, du schon wieder. Hm, noch 4 Stücke brauchen wir, ne? Sieht ja eher schlecht aus. Kann natürlich sein, dass hier unten nichts mehr ist. Der Sumpf ist ja auf der anderen Seite der Farm.
Da? Ne, auch nicht. Ja, hier, uraltes Mauerholz. Ist auch so leicht grünlich, okay. Dann haben wir schon mal drei. Mal kurz hier hoch. Ja, hier ist nichts, okay. Schade. So, Kollege. Ich bin so müde. Aha. Lass uns nochmal über mein Gold reden. Wieso? Ich wüsste nicht, was es da noch zu bereden gibt. Die Sache mit dem Löffel war eine linke Nummer von dir. Ja und? In diesen Zeiten sind Freunde Mangelware. Und einen weiteren Feind kannst du dir nicht leisten. Hm. So habe ich das noch nicht gesehen. Also hier, nimm dein Gold. Hm. Danke. Die Schatten beim Turm sind erledigt. Wirklich? Hast du dich auch gut umgesehen? Vertrau mir, da bewegt sich nichts mehr. Ich danke dir. Wenn es jetzt wieder sicher ist, kann Jakob gleich wieder an die Arbeit. Hier, das ist für dich. 100 Gold, danke. Wo geht ihr hin? Jakob, ich habe Arbeit für dich. Arbeit? Aber die Schatten? Keine Schatten mehr. Wir hatten Hilfe. Der Turm ist jetzt wieder sicher. Wir müssen die Zeit nutzen und unsere Vorräte einlagern. Fertige bitte ein paar stabile Kisten. Na schön. Aber wenn eines dieser Biester kommt... Beruhige dich. Wir müssen zusammenhalten. Gut. Ich kümmere mich darum. Ja, sehr gut. Die Götter beobachten uns sicher. Ja, ja. So. Huch, warum liegt da Gold auf dem Dach? Amulett, ein Glücksbringer, Spruchrolle. Aha. Aber ich muss Holz finden. Wo ist das Holz? Wo ist das Holz? Hier ist schon mal keins. Das ist doof. Nach da oben brauche ich nicht gehen. Warte mal. Ich bin jetzt mal faul. Vielleicht klappt das zumindest. Grüne Flamme. Markieren. Ah, cool. Es zeigt an, wo es Holz liegt. Na dann. Sparen wir uns das ewig lange Rumgesuche und ich hol's mal direkt. Wenn es da auch wirklich liegt, ne? So, demnach ist hier das erste Stück. Ah, Tatsache, da. Da liegt es. Und hier unten. Ja, das war einfach. Naja, was heißt einfach? Es war... Ne. Ihr wisst schon. Komme ich hier rüber? Ja, Gott sei Dank. Ein bisschen abkürzen. So, dann mal das grüne Feuer entfachen. Lichtbringer. Errungenschaft freigeschaltet, Lichtbringer. Ah, cool. Und das soll man besser sehen als die ganzen offenen Feuer. Ich bezweifle es irgendwie.